Hallo, mein Name ist Lisa und ich darf euch durch diesen spannenden Lernzyklus begleiten. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Frage, ob Bruch- und Dezimalzahlen irgendwie zusammengehören. Mein Freund Tom hier, er ist ein richtiger Spezialist im Rechnen mit Bruch- und Dezimalzahlen. Und ich bin mir sicher, dass du dich in diesen Gebieten auch sehr gut auskennst. Wenn doch zwischendurch aber Fragen auftreten sollten, oder du noch mal kurz was nachschauen magst, hier oben rechts kannst du auf den Link klicken und kommst du durch direkt zu den vorherigen Lernzyklen der Bruch- und Dezimalzahlen. Jetzt starten wir aber. Tommy hat nämlich eine spannende Frage. Er hat eine volle Wasserflasche und ziemlichen Durst. Tommy trinkt ein paar Schlucke und man kann erkennen, dass er ein Viertel des Flascheninhalts getrunken hat. Wie können wir uns ein Viertel des Flascheninhalts berechnen? Überlegen wir uns das mal genauer. Tommy und ich haben uns gedacht, dass wir uns den Bruch ein Viertel genauer anschauen. Ich teile also etwas in vier Teile. Somit kann der Bruchstrich jetzt als Divisionszeichen angesehen werden und wir können hierfür eine Nebenrechnung anfertigen. Wir berechnen nämlich 1 dividiert durch 4. 4 passt in 1 0 Mal. Unsere ganze Zahl endet hier, deswegen brauchen wir jetzt ein Komma. Wir schreiben den Einser und einen 0 herab. 4 passt in 10 zweimal und 2 Rest und wieder einen 0 herab. 4 passt in 20 fünfmal und 0 Rest. Wir sehen also, dass ein Viertel des Flascheninhalts genau 0,25 beträgt. Das heißt, der Bruch ein Viertel ist dasselbe wie die Dezimalzahl 0,25. Was passiert, wenn Tommy sogar die Hälfte der Flasche austrinkt? Wie viel ist die Hälfte des Flascheninhalts? Ja genau, wir können wie vorhin eine Division durchführen. Das heißt, wir wollen ein halbes des Flascheninhalts berechnen. Dafür brauchen wir wieder eine Nebenrechnung und wir dividieren 1 durch 2. 2 passt in 1 wieder 0 mal. Unsere ganze Zahl endet. Das heißt, wir schreiben eine 1 und eine 0 herab. 2 passt in 10 5 mal und 0 Rest. Das heißt, ein halbes ist genau dasselbe wie 0,5. Die jeweiligen Bruch- und Dezimalzahlen müssen aber nichts mit dem Inhalt einer Flasche zu tun haben. Wie kann der Bruch ein Fünftel in einer Dezimalzahl umgewandelt werden? Drücke auf Pause und berechne selbst die gesuchte Dezimalzahl. Super, du bist wieder da. Tommy und ich hätten als Nebenrechnung 1 dividiert durch 5 berechnet. 5 passt in 1 wieder 0 mal 1 und 0 herab. 5 passt in 10 zweimal und 0 Rest. Das heißt, ein Fünftel ist genau dasselbe wie 0,2. Wie dir bereits aufgefallen ist, können wir den Bruch als Division ansehen. Dabei sollst du dir Folgendes merken. Der Bruchstrich ist ein anderes Zeichen für ein Divisionszeichen. Das heißt, wir haben zwei Zahlen, a und b, aus den natürlichen Zahlen. Und wir können aufschreiben den Bruch a durch b, genau wie die Division a dividiert durch b. Wobei b nicht 0 sein darf, da die Division durch 0 nicht durchführbar ist. Die Zahlen, dass ein Viertel dasselbe wie 0,25 ist, genauso wie dass ein halbes dasselbe wie 0,5 ist und ein Fünftel dasselbe wie 0,2 ist, haben wir uns schon berechnet. Diese Zahlen und deren Umwandlung in Dezimalzahlen merkst du dir am besten auswendig. Weitere wichtige Bruchzahlen sind ein Achtel, ein Zehntel und ein Hundertstel. Führe die Division der drei Bruchzahlen durch und notiere dir dein Ergebnis, weil wir werden diese Zahlen im nächsten Video brauchen und dann vergleichen. Es gibt noch sehr viele spannende Fakten zu entdecken. Also danke fürs Dabeisein und bis bald!